Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, ich bin immer noch im Kampf gegen die Big Sister unterwegs. Sie ärgert mich noch ein bisschen, ich ärgere sie. Wir ärgern uns gegenseitig. Oh, Verbandskosten, danke, danke, danke. Ja, dafür geht jetzt auch mein gesamtes letztes Geld drauf, das ist mir egal. Die Big Sister wird jetzt leiden. So, jetzt musst du vor mir auftauchen. Hinter mir kannst du nicht auftauchen, ich kuschel mit dem Teil. Eine Big Sister ist da. Mach dich bereit. 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 Gib mir die Abba-Abba-Cola. Na komm. Ah, ich hab sie jetzt bin jetzt Bug-User. Ich stehe hier unten und sie läuft oben im Kreis. Nein, da ist sie. So nicht hier, Alter. So nicht. Du hast mich schon wieder zweimal getötet. Das war zweimal zu viel. Wir haben Adam bekommen. 45. Können wir uns noch was Kleines kaufen? Na komm, Maus. Ein kleines irgendwas, was eine 2 hinterstehen hat. Nein. Schade, ärgerlich, aber auch nicht weiter verwunderlich. So, dann wollen wir doch jetzt mal unseren Typen da füttern, damit wir das auch mal so langsam erledigt bekommen. Und an einer Big Sister kann ich wirklich alle, ich kann da draufschmeißen, was ich will. Behältersystem für tiefste Lebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein. Toll. Ich dachte, es hätte hier irgendwann noch mal alles ein Ende, aber nein. Wo ist der nächste, was abhaben will? Naja, solange wie es mit die Alpha der nicht sind, kann ich nicht gehen. Wenn da so ein paar verbackte Gestalten davor kommen. So, komm, was hast du für mich? Ja, ihr könnt auch mal wieder das Nützliche dabei haben. Sowas wie ein paar hunderttausend Schuss wieder für mich. Oh ja, das macht mir gerade Laune. Oh, da unten war was. Au. Au. Fall wie billig durch den normalen. Ach ja, genau, er verbrennt nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr zu verbrennen, das wäre ja langweilig. Jeden Tag eine neue Tat. Etwas. Ey, die macht zwei Schüsse, ich bin fast tot. Hallo, du sollst dich wegziehen, während ich dich untersuche. Wollen wir nicht gewettet. So, jetzt. Wow! Instant Bad, Bad. Wie kannst du es wagen? Du willst mich überlisten mit dieser Bestechungsaktion? Diesem Almosen? Diesem hanebüchenen? Ich verfluche dich, Delta! Ja. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Ja, machen wir doch gerne, oder? Ach du Scheiße, was ist das? Was? Warum ist der so riesig? Das gefällt ihm auch noch. Das sieht auch aus, als wäre das an einer komischen Stelle entnommen worden. Wenn ich das so... Ich denke mal, da oben ist Kopf, da unten sind Füße. Was dazwischen ist, könnt ihr euch selber vorstellen. Der Schlüssel ist fertig. Los, nimm ihn dir. Hab ich doch schon. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Ja, aber ich dachte, ich müsste auch noch gegen ihn kämpfen. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten.
Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten. Hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Mach ich. Leben Sie wohl, mein Freund. Und meinen aufrichtigen Dank. Ich danke dir, dass du uns so... Du musst mich... Ich höre mir das Geschwätz von ihm gar nicht an. Er hat es darum gebeten und er hat sich so leise zu sehen. Ja, diesen Wunsch erfülle ich dir. Nochmal? Ach komm, bitte noch einmal. Naja. Er lebt immer noch. Komm schon, ich muss nochmal einsetzen. Der bewegt noch. Der bewegt sich noch. Der zuckt noch. Naja, und wegen sowas wird das Spiel dann ab 18 freigegeben. Hier, ein bisschen Blut. Wow. Naja. Naja. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich in die andere Richtung. Aber ich will mich auch erst nochmal umschauen, ob ich nicht irgendwo irgendetwas vergessen habe. Dritte Etage? Ach, von der dritten Etage kamen wir her. Ne, wir haben eigentlich alles soweit jetzt bisher erforscht und mitgenommen, fast. Bis auf ein, zwei Räume, denke ich mal, die ich übersehen habe oder nicht gesehen habe. Oder eine Mischung aus beiden. Allem. Na dann. Mrs. Lamb, wir kommen. Das Grande Finale rückt immer näher. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Dann ist es gut, weil ich möchte mich jetzt endlich zumindest für die Big Sisters rächen. Rache. Hass. Und ich hoffe mir jetzt noch einen epischen Endfight. Das ist die Oxyfield-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Ja, aber erstmal gucke ich mich hier nochmal um. Man weiß ja nie, ob hier noch irgendwas liegt, was ich übersehen habe. Aber es sieht nicht so aus, bis auf die Kiste, die ich vorher wahrscheinlich wirklich übersehen habe. Oh, was passiert jetzt Wunderschönes? Eine sehr schöne Geheimnis. Optisch sehr ansprechend. Na dann, begeben wir uns in die Hölle. Oder wir machen eine Hölle daraus. Für sie. Wehe, hier kommen jetzt auch wieder so 1000 Gegner. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben 0 Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Miststück. Gut, aber wie wir uns ins Dahin abbegeben, beziehungsweise wie wir uns ihr hingeben, seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bin Herr 1986, wir spielen Bioshock 2. Bis gleich.